Hallo zu Friede, Freude, Smartphone. Heute wieder eine Frage zu WhatsApp und zwar, wie können Sie WhatsApp-Kontakte löschen? Dafür öffne ich als erstes WhatsApp. Und hier in WhatsApp unter dem Punkt Chats sehe ich Menschen, mit denen ich verbunden bin. Wenn ich hier unten auf dieses Symbol tippe, dann werden mir hier alle Personen angezeigt, mit denen ich über WhatsApp verbunden bin. Aber diese Kontakte, die sind hier nicht auf WhatsApp gespeichert. Die sind in der App Kontakte bei mir gespeichert. Ich zeige es Ihnen mit einem Beispiel. Ich nehme hier die Anne und die will ich komplett aus WhatsApp löschen. Hier in meiner Liste finde ich Anne. Ich tippe etwas länger auf den Namen. Hier oben ist mein Papierkorb. Ich tippe auf den Papierkorb. Ich tippe auf Löschen. Und damit ist Anne aus WhatsApp gelöscht. Aber sie ist nicht komplett gelöscht. Sie ist ja noch in meinem Adressbuch. Das heißt, wenn ich hier unten auf das Symbol tippe, dann wird mir Anne wieder angezeigt. Wie kann ich sie jetzt komplett löschen? Dafür gehe ich in die App Kontakte. In der App Kontakte tippe ich auf Anne. Jetzt tippe ich auf die drei Pünktchen und finde hier Kontakt löschen. Ich tippe auf Kontakt löschen. Das muss ich jetzt hier noch einmal bestätigen. Ich bestätige noch einmal löschen. Damit ist Anne aus meinem Adressbuch gelöscht. Jetzt gehe ich zurück auf WhatsApp, tippe hier auf Chats und tippe jetzt nochmal auf das Symbol. Und jetzt ist die Anne immer noch da, denn was ich jetzt noch machen muss, ich muss hier WhatsApp einmal aktualisieren. Dafür tippe ich jetzt auf die drei Punkte, tippe jetzt auf Aktualisieren. Jetzt gleicht WhatsApp einmal ganz kurz die Kontakte ab. Und damit ist Anne hier verschwunden. Komplett aus WhatsApp gelöscht, aber auch von meinem Smartphone gelöscht. Wenn Sie noch Fragen haben, dann schreiben Sie mir hier unten über die Kommentare oder über meine Webseite. Ich freue mich drauf. Schauen Sie wieder rein. Bis dahin. Tschüss.